So, wir sind wieder im Auktionshaus. Willkommen zurück. Wir müssen jetzt hier endlich mal unser Segel. Was heißt endlich mal? Ja gut, wir haben an einer Auktion teilgenommen. Da haben wir direkt ein Herzteil bekommen. Das war sehr schön. Aber wir brauchen jetzt unbedingt das verbesserte Segel. Damit das Segel nicht so übelst lang dauert. Eines der... Ja, es ist eigentlich schon die beste Neuerung im ganzen Spiel, finde ich persönlich. Ich meine, das mit der Kamera ist auch gut, dass sie mehr Plätze hat und dass Nintendo mehr Dinge aufnehmen kann und so, aber... das ist ja nur Sidequest-mäßig und das hier ist wirklich... Man muss ja immer segeln in diesem Spiel. Egal, ob jetzt storyrelevant oder halt einfach nur für Sidequests. Und deswegen finde ich das schon, ja, doch die beste Neuerung im Remake. Und die möchte ich jetzt definitiv auch bekommen. 262 Rubine sollte passen. Zumindest für eine Auktion. Sollte jetzt eine Schatzkarte kommen, habe ich schon im letzten Part schon gesagt. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal aussteigen, weil die sollte auch später noch zu bekommen sein. Und ich würde jetzt ganz gerne erstmal das Segel haben. Vielleicht haben wir auch sogar das Segel jetzt direkt. Nein, eine Schatzkarte. Gut. Da möchte ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht mitmachen. Ich glaube, wenn ich jetzt mitbieten würde. Ja, ich steige aus. Dann würde ich beim nächsten Mal, bei der nächsten Auktion direkt wieder eine Schatzkarte angeboten bekommen. Aber so variiert das jetzt, glaube ich. Aber im letzten Mal hatte ich dann auch direkt danach ein Herzteil nach diesem komischen Glücksamulett. Und übrigens, wenn man hier irgendwas bietet, ne, dann ist es, glaube ich, auch weg, das Geld. Also dann bekommt man das nicht mehr wieder. Was ich ziemlich asozial finde. Ich kann mich auch täuschen, aber ich meine, das war so. Dass das Geld dann einfach weg ist, auch wenn man nichts bekommen hat. Ja, ich kenne die Typen mittlerweile. Die Kunstkenner und Raritätensammler, bla. Ja, sehr schön. Das 7-Meilen-Segel. Das ist genau das, was ich möchte. Ist auch nur so in dieser Auktion zu bekommen. 100 Rubine. Scheiße. Ich hoffe, das reicht überhaupt. Sonst habe ich ein Problem. Ich überlege mal gerade. Es war gerade mit 80. 80 Rubinen. Das heißt 140 Aufpreis. Habe ich dann dafür bezahlt. Dann wären wir also bei 240 hier. Und das würde dann auch passen. Muss natürlich immer gucken, wie die anderen so bieten. Wenn jetzt sie natürlich völlig übertreiben, dann haben wir ein Problem. Ich brauche jetzt zum Glück keine Rubine mehr anderweitig. Also gut, ich könnte zum Beispiel noch ein Minispiel machen, was wir bisher noch gar nicht gemacht haben auf Portemonnaie. Wo wir den Typen haben wir auch gar nicht kennengelernt. Das ist diese Schiffe versenken. Gegenüber von Emanuel Kokfer, aber. Ey, sag mal, das ist jetzt nicht so wichtig. Ich will nur, dass sie 7-Meilen-Segel haben. Und da brate ich auch gerne alle meine 262 Rubine raus. Das ist nicht das Ding. Aber mehr als 262 kann ich dann leider nicht bieten. Okay, langsam bei 140. Ja, okay, der spricht die erste Warnung aus. Das ist ja noch alles in Ordnung. Ich fange jetzt auch schon so langsam mal an, wieder ein bisschen mehr A zu drücken. So bis zu dem Typen da. So, das war ungefähr bis zu diesem Typen hier. Bis zu der Hose von dem. So. Weil immer wenn die halt hier ihre Gebote machen, dann kann man nicht A drücken. Und ja. Man sollte natürlich schon irgendwann es schaffen, den Balken voll zu kriegen. Sonst kann man logischerweise nicht bieten. So, langsam darfst du auch mal hier die letzten Augenblicke ankündigen, aber das wird wahrscheinlich nur dauern, bis der auf 190 oder so ist. Das fände ich dann schon ein bisschen scheiße. Also der war gerade irgendwie auf 96 oder so im letzten Part, bei dem Herzteil. Und der dürfte jetzt ungefähr 40 Rubine höher gehen, also... Okay. Wenn der jetzt so bei 220 ist, dann ist es noch absolut in Ordnung. 230 ist auch noch in Ordnung. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich das bekommen kann jetzt. Mit meinen 262 Rubinen. Letzten 5 Sekunden, okay. Müssen wir Gas geben. 207. Ja, leck mich doch. Ich zahle nicht 208, ich zahle 235, würde ich sagen, oder? Ich nehme 237. Das sind 30 Rubine mehr. Also, wenn das nicht reicht, dann. Naja. Jetzt habe ich mich mit einem neu reichen Bengel angelegt, ja. Ja! Sehr schön! Wunderbar. Das heutige Exponat, das 7-Meilen-Segel, geht an. Link für 237 Rubine. Ich muss schon sagen, herzlichen Glückwunsch, ja. Kennen wir alles schon. Von dem Herzteil und wir haben das 7-Meilen-Segel erhalten. Ein Segel, das durch modernste Technik die Geschwindigkeit eines Bootes erhöht. Des Bootes. Außerdem musst du den Wind nicht immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr die mühsam
in mühsamer Kleinarbeit die Windrichtung bestimmen. Kurze Seereisen garantiert. Ja, und das ist einfach so geil. Es ist die beste Neuerung im ganzen Spiel, wirklich. Es ist einfach so herrlich. Die Geschwindigkeit ist schon ein sehr, sehr guter Faktor, dass es einfach viel schneller geht. Aber dass man das dann auch noch so machen kann, dass man den Wind nicht ändern muss, das ist einfach, oh, das ist göttlich, wirklich. Das ist so schön. Ja, der Typ ist jetzt natürlich nicht da. Ich überlege nur gerade, ob wir noch was auf Portemonnaie machen können. Wir könnten theoretisch noch oben die Truhen bei Immanuel Kockfer holen, aber... Okay, willkommen in der Introduction hier. Ja, weil ich war noch nie nachts in der Kneipe und hier scheint offenbar dann mehr los zu sein. Ich kann nicht den auch schon mal direkt fotografieren. Haben wir schon mal eine Sache weniger zu tun. Ja, das zählt nicht. Ja, Ganzkörper und so. Da hat man jetzt auch mal gesehen, dass Ganzkörperfotos wichtig sind. Beziehungsweise er andere Fotos nicht nimmt. Ja, super, da ist das Brett im Weg. Aber er nimmt das, okay. So, dann fotografiere ich einfach mal direkt alle, die hier drin sind. Also auch die Kellnerin hier. Die kann man leider nicht anders fotografieren. Muss ich aber auch gar nicht. Den Typen hier. Aus der Kneipe dürfte ich nämlich auch noch gar keinen haben. So. Aber der Typ, der hier sonst ist, der Angsthase, ist gar nicht da, oder? Ah, zählt nicht, okay. Gehen wir noch ein Stück weiter zurück. Kriegt er vielleicht beide? Nee, ach, egal. Brauche ich auch nicht. So. Sehr schön. Kann man ja alle in einem Schwung abgeben, das ist so praktisch einfach, ne? Ach, das Remake hat so viel besser gemacht, wirklich. Im Gegensatz zu Majora's Mask, gell? Nein, ich finde Majora's Mask 3D bisher ganz cool, aber die haben wirklich einige Sachen vereinfacht, das muss man schon sagen. Ich bin echt mal gespannt, ob die auch den dritten Dungeon vereinfacht haben. Den, ich weiß gerade, Schädelbruch-Templar ist der, glaube ich. Der war nämlich auch mal ziemlich schwierig, fand ich. Also ich fand ihn zumindest ziemlich durcheinander. Ich bin da nie drin gewesen, ne? Ich kenne das nur aus Videos, aber... Ja. Wie soll ich den Typen denn fotografieren? Das geht mir gerade nicht in den Kopf rein. So vielleicht. Auch nicht. Ja, weiter weg kann ich nicht, ohne dass ich seinen Face nicht sehe oder dass er nicht genau nicht drauf ist. Ja, jetzt stehen sie auch noch zurück und trinkt der Sack. Kannst du mal ein bisschen... Genau. Ey. Wenn ich ihn von hier fotografiere, passiert, dann ist doch das Gitter im Weg oder so. Oder etwa nicht. Also ich verstehe nicht, wie ich den Typen fotografieren soll, um ehrlich zu sein. Nein! Ach, Kacke. Nein, nein! Ich wollte zum Album löschen. Ich verstehe es nicht. In der Ecke, da war ich schon, oder? Kriege ich ihn auch nicht drauf. Also, ne. Jetzt stellt euch mal vor, ich hätte dieses Gütesiegel nicht. Das wäre dann extremst nervig. Ich weiß auch nicht, ja, vielleicht ist das auch der Typ, der draußen steht. Ich weiß es nicht. Ich weiß leider nicht, ob ich den schon mal gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, in der Bar kann ich ihn einfach nicht fotografieren. Na, ich sag dir, es geht doch nichts über eine brühfrische Tasse Kaffee nach der Arbeit. Das belebt die Geister. Ich weiß leider nicht. Ist das nicht der Typ, der vielleicht draußen am Steg steht? Also da, wo mein Portemonnaie als erstes betritt, also bei den Stegen da, wo der sagt von wegen, ja, hier, wir werden keine Segel verkaufen, weil wir Seemänner sind oder so. War das nicht der Typ? Ich weiß es nicht. Er sieht ein bisschen russisch aus. Was macht ein kleiner Junge wie du noch so spät an einem Ort wie diesem? Solltest du nicht schon längst brav an der Matratze horchen? Ja, leider habe ich keine. Auch bei Oma, ne? In Omas Haus habe ich eigentlich auch gar keine Matratze, fällt mir mal so auf. Aber ist auch egal. Hey, Kleine. Wie spreche ich denn? Ich brecke den so ein bisschen. Hey, Kleiner, hast du schon mal von dieser schrecklichen Neptunos gesehen? Mir ist er neulich nämlich, hast du gesehen, ein bisschen Proviant auf See ins Wasser gefallen. Ja, da hätte mich doch beinahe der Schlag getroffen. Ich beug mich runter, um zu schauen, ob da vielleicht noch eine oder andere Stulle zu retten ist. Und was sehe ich? Schwimmt da doch glatt so ein unheimlicher Fisch mit einer Menschenfratze und schlemmt sich den runtergefallenen Proviant rein. Ah, okay. Das sind die Fische, die mir die Dinger einzeichnen wahrscheinlich, oder? Das Meer nennt man wohl nicht umsonst... was? Nennt man wohl nicht nur der Poesie halber groß und weit.
Ich sage dir, da schlummern noch viele Geheimnisse, von denen wir gar keinen blassen Schimmer haben. Ja, okay. Interessiert mich auch nicht wirklich. Na gut. Wir werden noch einige Sachen aus dem Meer fischen. Das stimmt schon. Habe ich jetzt überhaupt alle fotografiert hier? Ja, müsste, ne? Egal. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich kann es auch noch später machen. Aber ich wollte die auf jeden Fall schon mal haben. Und ich würde sagen, jetzt testen wir direkt mal das 7-Meilen-Segel. Weil ich jetzt gerade nicht so Bock habe, hier nur auf Portemonnaie rumzulaufen. Ist jetzt gerade nicht so wichtig alles. Können wir auch später machen. Weil dann würde ich sagen, gehen wir direkt nochmal zu der Insel, die hier direkt östlich liegt. Ich habe die Fische natürlich jetzt noch nicht gefüttert. Hier diese beiden Inseln würde ich dann auch gerne erkunden. Bevor wir dann erstmal wieder zum Nintendo gehen und dann auch mal Richtung Dungeon schon, ja. Ja, würde ich sagen, machen wir so. Brauche ich was von Terry? Eine Putt-Putt-Frucht vielleicht? Ja, brauche ich eigentlich alles nicht. Nee, komm. Wir können direkt an Bord springen und können jetzt Segel setzen. Und jetzt können wir schnell drücken. Und es ist einfach so praktisch. Ne? Guckt euch einfach mal den Unterschied an. So ist normal. Und so ist schnell. Das ist einfach so, oh, das ist so geil. Aber ich möchte gar nicht in die Richtung. Sondern in die Richtung der... In die Richtung dieses Towers. Das ist ja Draconia. Der Drachenberg, um genau zu sein. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder hin. Beziehungsweise zu der Insel, die davor liegt. Ach, es ist einfach so geil, ne? Dieses. Ich überlege mir gerade mal, die Nacht zum Tag zu machen, damit ich hier wenigstens die schöne Seemelodie habe, aber lohnt sich, glaube ich, nicht wirklich. So, genau da muss ich hin. Ah, hier ist auch der Fisch. Moment, Moment, Moment. Langsam. Und bam! Dann kann er uns direkt hier die Informationen einzeichnen. Hey, na Jungchen, Lalup, wir kennen alles schon. Falte die Seekarte auf. Ja, ja. Mich wundert überhaupt, wieso Link so eine kleine Karte hat. Ich meine, guckt euch die Seekarte an, die ist riesig. Tapseninsel. Jungchen, weißt du, was Schleim ist? Ja, ich weiß, es klingt nicht gerade angenehm. Es handelt sich dabei um eklig, glibberige Monster, die einen anspringen, wenn man sich ihnen zu sehr nähert. Auf der Insel taumeln sie sich zuhauf. Da kannst du mal einen kleinen Abstecher hinmachen. Wenn dir nach einer Expedition ins Unterreich ist. Untierreich. Okay. Da fällt mir ein, der Elixierbrauer aus Portemonnaie treibt sich da auch ab und zu rum. Ja, ich frag mich, was er da eigentlich sucht. Ja, sehr schwierige Frage. Wir kennen bereits Schleimgelee. Aber ich glaube, wir sollten eigentlich auch diese Insel hier finden, bevor wir überhaupt nach Draconia kommen. Da bin ich ja mal schön dran vorbeigesegelt. Nicht mal mit Absicht. Naja. Da gibt es auf jeden Fall auch noch ein Herzteil und ich glaube auch noch eine Schatzkarte. Aber alles dürften wir da sowieso noch nicht holen können. Weil wir da, glaube ich, Bomben brauchen. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau. Mann, wo komme ich denn hier hoch? Oh, geh da jetzt hoch, Link. So. Hier die ganzen Dinger kann ich auch wieder zeigen, die ganzen Flaschen. An Jiraim. Kennst du das Zelda-Spiel, wo Jiraim vorkommt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Niemandsland. Mhm. Eine sehr tolle Link-Zeichnung, ja. Wo ist das Segal? Auf Portemonnaie. Mhm. Ich kann dir sagen, wo der Duden ist. Arme Oma. Ja, das ist nicht so gut. Aber das ist... Da kommen wir auch nochmal hin zu dir, klar. Wieso verschickt man solche Nachrichten? Mal ohne Spaß. Wieso? Diese Grammatik. Endlich Terra-Tempel. Also allein bei diesen Worten, wie man da schon zwei Fehler reinbauen kann. Außerdem ist es auch schon wieder ein bisschen Spoiler. Weil der Terra-Tempel, den kennt man noch gar nicht. Der ist noch ewig weit weg. Nur noch ein Tempel. Wisst ihr, wo man die Insel ganz aus Eis findet? Mein Gott. Also, oh, ich könnte mich wieder jahrelang hier über diese Grammatik von denen aufregen. Ne? Ohne Spaß. Hilfe, ja. Sag mal Hilfe. Wo brauchst du denn Hilfe, Annie? Oh, Mann. Naja, ich lässt ja gerne über andere Leute. Vor allem über die Grammatik, wenn sie es einfach nicht können. Ist doch nicht wahr. Guckt euch jetzt mal die Fläche an, die ich jetzt abgeholzt habe. Manchmal sind ja nur drei Gräser und da ist ein Rubin drin. Hier ist einfach mal gar nichts drin. Geht doch. Muss ich nur beschweren. Oder auch nicht. Naja, gut. So, hier müsste irgendwo ein Eingang sein. Hier vielleicht so. Ja, okay. Und dann kann man da in dieses komische, was auch immer das sein soll, reinkrabbeln. Ein
Iglu ist es ja nicht, aber irgendwie so eine komische Eierschale oder sowas. Ich kann es nicht definieren, will's auch gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier halt diese Höhle. Und wie uns der Fisch bereits verraten hat, sind hier schon sehr viele Schleims drin. Ich glaube, mit dem Greifhaken kommt man hier aber auf jeden Fall schon weiter. Ein bisschen. Braucht man nämlich, um an einer Stelle hochzukommen. Aber ich weiß nicht, ob man da überhaupt schon hin kann, weil, wie gesagt, auch Bomben brauchen wir hier. Da sind die roten Schleimis. Die können wir auch direkt... das Elixier können wir direkt mitnehmen. Kann man uns vielleicht mal irgendwann rotes Elixier brauen. Was auch nicht so verkehrt ist. Das hat gerade wieder ein bisschen geleckt. Bei der Aufnahme. Na, generell soll es nicht so schlimm wie in den letzten Parts werden, weil ich glaube, da... hat es zwischenzeitlich schon mal ein bisschen geleckt. So, wo kann ich denn jetzt hin? Komme ich von hier? Ich habe schon wieder gar keine... Nee, okay. Aufheben, ja klar. Hm. Den Felsen müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal wegsprengen. Kommen wir hier weiter. Hier kommen wir weiter. Und hier ist auch eine Truhe. Was haben wir hier drin? Ich glaube, das ist nur eine Schatzkarte. Wie gesagt, hier gibt es auch, glaube ich, ein Herzteil. Ohne Gewehr. Oh, hier ist ein Herzteil. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier das Herzteil. Gut, dann ist ja alles wunderbar. Sehr schön. Hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Wir haben ja auch schon im letzten Part einen ganzen Herzcontainer zusammenbekommen jetzt. Endlich. Durch das Herzteil, was wir bei der Auktion ersteigert haben, haben wir jetzt also schon wieder einen neuen Herzcontainer angebrochen. Das mit den Herzteilen wird noch ziemlich lustig. So, und da können wir uns jetzt nämlich hochziehen, genau. Das wird was dauern. Weil es ziemlich viele von diesen komischen Brettern hier sind. So, da kann man sich so hochstellen. Und dann zum nächsten. Muss man auch erstmal drauf kommen. Aber ich weiß das ja. Ich weiß das ja. Ich hoffe mal, da oben ist auch wirklich was. Und nicht... Ja gut, eine Truhe dürfte auf jeden Fall sein. Obwohl, ich sag besser nichts. Am Ende ist da sowieso nur irgendwie so ein Glücksamulett oder so. Aber auch das wäre dann in einer Truhe. Und auch das können wir in irgendeiner Weise schon irgendwie gebrauchen. Wir brauchen ja am Ende 40. Ja, ich muss weiter gedrückt halten, ist okay. Ja, da ist eine Truhe. Eigentlich erwarte ich jetzt einen Schatzkarte, aber es könnte auch ein Glücksamulett sein. Oder noch schlimmer, ein roter Rubin. Ich meine, okay, wir haben jetzt nur noch 40 gehabt, aber... Ja gut, das brauchten wir jetzt nicht wirklich. Das dürfte eigentlich auch schon alles sein, was wir jetzt erkunden können. Von da kamen wir, genau. Wir waren da oben jetzt, wir waren in der einen Höhle. Und jetzt habe ich schon wieder völlig die Orientierung verloren. Wo war denn die andere? Da war die andere, ne? Oder waren wir da drin? Ne, genau, da waren wir drin und da ist die Höhle, wo wir nicht weiterkommen, ne? Genau, da ist der Fels. Und das müssen wir dann später noch machen. Müssen wir nochmal hier hinkommen. Hier war auch nur die Truhe, ne? Nicht, dass hier noch was anderes war. Nö. Nur irgendwelche blauen Schlaktiden, die von der Decke hängen. Aber nichts wirklich Wichtiges. So. Okay, dann können wir ja auch schon raus. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter Richtung, ja, wieder Richtung Tantopia. Ich überlege nur gerade, das... Ah. Hm. Weil so viel haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu tun, bevor wir dann zum Dungeon kommen, wenn wir dann nach Tantopia segeln. Wir können eigentlich nur den einen Fisch ansprechen und sonst können wir da auch schon fast gar nichts mehr machen. Ich hätte auch schon mal die Schleimis fotografieren können. Für Nintendo. Naja. Gut. Jedenfalls werden wir dann im nächsten Part erstmal wieder Richtung Tantopia segeln. Vielleicht erkunden wir auch schon mal ein paar andere Inseln. Je nachdem, wie es so zeitlich aussieht. Aber wir dann im übernächsten Part pünktlich mit dem zweiten Dungeon anfangen, würde ich sagen. Das wäre jetzt so der Plan. Währenddessen können wir dann halt auch noch hier diese Insel. Ich glaube, das war den Flammenstand. Oder war es die Eisinsel? Ich weiß es nie, welche links und welche rechts ist. Mein Grabber hat sich irgendwie ein bisschen... Ah nee, hat er gar nicht. Okay, ich bin blöd. Naja, ist auch egal. Im nächsten Part jedenfalls weitere Seereisen mit dem neuen Segel. Bis dahin. Tschüss.